Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rendezvous mit Duftblüte anzunehmen bei Derek Segler in Borvalus, in diesem Gebiet. Der patrouilliert hier ein bisschen, ist eine Kräuterkunde-Quest, annehmbar ab Stufe 50 Kräuterkunde von Kultivas. Nehme die Quest gleich mal an, darf mich nun nach Trustwar begeben, zu diesem Punkt. Wie man sieht, sind hier auf der Map die Wege gut angezeichnet. Hier beginnt ihr die Questreihe in Trustwar, falls ihr sie noch nicht gemacht habt und müsst euch hier hinbegeben. Und ab da gibt es den Weg bis hier hin, da ein bisschen übers Feld und schon seid ihr da. Ich werde den Flugpunkt zu diesem Hafen nehmen. Jeder Hafen. Den Flugpunkt muss man requesten. Ich werde in die Beschreibung auch der Start der Questreihe posten, wo man diesen Hafen requesten tut und ihn dadurch auch vom Gegner befreit. Befinde mich nun auf dem Flug. Die Quest könnt ihr aber auch abgeben, wenn ihr da noch nicht gequestet habt. Das heißt, wenn ihr nach Avoms Wehr fliegt oder Fallhafen, könnt ihr hier hinlaufen und diese Xungxun Duftblüte steht dort in diesem Gebiet. Ihr müsst halt einfach nur ein paar Gegner töten, dann könnt ihr die Quest abgeben. Der Flug dauert jetzt ein bisschen. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. So, bewusst war bin ich schon mal. Eine ziemlich düstere Gegend, wie ich finde. Aber das tut nichts zur Quest. Hier sieht man auch den Weg. Dann kann man auch einfach so mit dem Mount hochlaufen oder Fuß, wobei das sehr lange dauert. Bis hoch nach Avoms Wehr und hier weiter. Sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Und da befinde ich mich schon im Landeanflug. Wie gesagt, Gebiet muss man freiquesten, sind 5 oder 6 Quests. Dann hat man den Flugpunkt, sowie die Gegner sind von hier verschwunden. Hier steht Xungxun. Also, Quest ist abzugeben bei Xungxun Duftblüte in Wustwar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.